Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo wir gerade auf der Suche nach einer waschechten Prinzessin sind. Aber je mehr Wölfe wir hier treffen, desto mehr befürchte ich, dass wir die kleine Ziege vielleicht nicht werden retten können. Gut. Was ist das da? Ein Bär. Tut mir leid, aber die Höhle reizt mich gerade. Da muss ich einfach mal kurz reingucken. Irgendwas gibt es doch hier bestimmt zu holen. Und sei es nur der Runenstein hier. Ah, ich sag's doch. Ich sag's doch, irgendwas gibt's hier zu holen. Und das sogar ganz ohne Licht. Wunderbar, dann lass uns jetzt die Ziege retten. Ach, da bist du. Hi, Prinzessin. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Weiden. Komm schon, verdammt. Okay, das kann ein Weilchen dauern hier, oder? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hier entlang, euer Gnaden. Oh Mann. Hey. Wo zur Hölle bist du hin? Nein. Prinzessin, was machst du? Ein Bär hat die Gegend unsicher gemacht. Gut, dass ich ihm vorher begegnet bin. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm jetzt. Das ist schon nervig. Das ist aber auch gezielt auf nervig getrimmt hier. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. So, wir sind da. Prinzessin, lauf den Weidler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Okay. Braucht ihr ein bisschen Zeit für euch, oder? Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein.
freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Was für Blut? Reicht das? Ich glaube, jetzt wird es interessant. Okay. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Oh! Oh, das ist, wie heißen die Viecher? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wozu brauchst du sein Blut? Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Die finden trotzdem eine Möglichkeit. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch.
Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen. Ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Jetzt wird's ja interessant. Gut, dann lesen wir mal im Bestiarium, um mehr über Fehlgeborene zu erfahren. Ach, guck mal, wir haben auch noch einen Drakoniden-Eintrag. Wir haben also tatsächlich noch keine Gorgo erlegt. Verfluchte Wesen, Fehlgeborene. Haben wir da nicht schon mal ein Bild gehabt? Na gut. Einen Fehlgeborenen hässlich zu nennen, ist, als würde man Scheiße als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Lambert, Hexer der Wolfsschule. Fehlgeborene sind womöglich die abstoßendsten Kreaturen, mit denen Hexer das Missvergnügen haben können. Sie entstehen aus toten, ungewollten Säuglingen, die nicht beerdigt werden, und haben das Erscheinungsbild eines halbverwesten Ungeborenen, das ungeformte Fleisch verzerrt von Hass, Angst und Bosheit. Diese grässlichen Kreaturen nähren sich vom Blut schwangerer Frauen und werden von solch irrsinnigem Hunger getrieben, dass ihre Opfer meistens sterben. Fehlgeborene steigen nachts aus ihren Verstecken und schleichen sich an die Betten werdender Mütter, wo sie diesen und ihren ungeborenen Kindern im Schlaf die Lebenskraft rauben. Derart belagerte Frauen haben zunächst schlimme Träume, gefolgt von Fieber, Delirium und allgemeiner Schwäche. Nach einigen solcher Nächte sind sie nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen. Dann greift der Fehlgeborene direkt an, schlägt die langen Fangzähne in ihren Körper und trinkt ihr Blut, bis sie und das Ungeborene gemeinsam sterben. Fehlgeborene sind etwa einen halben Meter groß, können jedoch in Gefahr sowie nach ausreichendem Blutkonsum die Form ändern. Dann verwandeln sie sich in deformierte Männer. Gebeugt und einem Affen gleichend bewegen sie sich mit Hilfe der Arme fort. In dieser Erscheinungsform sind Fehlgeborene stärker und wilder. Sie stürzen sich direkt in den physischen Kampf, beißen ihren Gegner und greifen ihn mit scharfen Klauen an. Der Fluch von Fehlgeborenen lässt sich aufheben, indem man sie in Tölpelbolde verwandelt. Dies sind Wächtergeister des Herdes. Sie wachen in dem Haus, das ihnen kein Zuhause wurde, über die Familie, deren Teil sie nicht werden durften. Das ist eigentlich eine total traurige Geschichte. Axi, okay. So, der Strenger müsste es ja wissen, ne? Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Kommen häufig Leute aus dem Dorf her? Oh, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zum Weideler. Hilfe wobei? Wenn die Toten ruhelos sind, muss Frieden gemacht werden. Doch sie müssen bis zum Ahnenfest warten. Oder wenn ein böser Geist in einem Haus umgeht, den kann der Weideler austreiben. Und wenn ich einen Liebestrank bräuchte? Dann müsstest du zur Hexe gehen. Das ist des Weidelers Sache nicht. Okay. Ich könnte ein paar Zutaten für Tränke gebrauchen. Was hast du denn da? Jede Menge Rezepte hat er. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich den einen oder anderen davon schon kenne. Da sollte ich besser bei Gelegenheit zurückkommen, wenn ich weiß, was ich brauche. Ich weiß immer noch nicht, wofür der Chortköder ist.
Verbesserte Drakonidenöl, dafür brauchte ich den Gorgomagen, ne? Jo. Alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal verwendet werden. Das klingt natürlich relativ nützlich. Wofür brauche ich einen Schrotköder? Bis dann. Für irgendeine Quest, ja, ist mir schon klar. Aber für welche? Komm, Plötze, wir müssen zum Baron. Wir haben ein paar Fragen an seine selbsternannte Durchlauchtigkeit. Komm schon, Plötze. Ja, gut, ich bin doch hier nur lang geritten. Leute! Und wer die Tochter des Barons findet, der soll belohnt werden. Ein Blitzeinschlag? Ach du Schande, was denn hier passiert? Getrunken hat, wird er wütend. Und der Trink andauert. Alle her! Als schwer, das Untier zu erschlagen. Leute! Aber warum brennt die Burg? Leute! Leute! Melikele, beschütze uns. Der Baron? Es brennt! Der Baron hat den Stall in Brand gesteckt, hat der eine gerufen. Dreht er uns auf der Couch mal wieder durch? Und los, ruhig gehen. Was ist da los? Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Okay. Es gilt, Leben zu retten. Sieht nach Regen aus. Lieber oben rein, wa? Da brauche ich doch bestimmt Arzt für. Ich muss mich beeilen. Hier runter. Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Oh, machen wir erstmal. Öffne das Haupttor des Stalls, ja. So. Was, das war doch gut, oder? Du hast ja einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm.
Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Hierüber verflucht! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Ja, du glaubst doch wohl nicht, dass du es mit dem Meister von Velen aufnehmen kannst hier, oder? Scheiße. Ja, okay, gut. War knapp, aber war noch im Rahmen. Ich hätte ja auch mal parieren können oder irgendwas. Wir müssen reden. Der schöne Stall. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Aber an Anna. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein.
Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säufer-Albtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich muss erst noch was erledigen. Beeil dich. Und ich? Was mache ich bis dahin? Nüchtern werden. Das klingt doch nach einem Plan. Okay. Also die Geschichte ist heftig. Die Geschichte ist echt heftig. Ich meine, das eine oder andere hat man ja so schon kommen sehen, ne? Mit dem Fehlgeborenen, dass der in irgendeiner der Geschichten hier im Spiel eine Rolle spielen würde. Das war eigentlich klar in dem Moment, in dem er in unserem Bestiarium aufgetaucht ist. Ist eigentlich schade, dass wir im Vorfeld davon gelesen haben. Es wäre interessanter gewesen, wenn man die Informationen über diese Kreatur erst erhalten hatte, nachdem man erfahren hat, dass diese Kreatur überhaupt in der Geschichte eine Rolle spielt. Aber was soll's. Ich werde auf jeden Fall versuchen, einen Tölpelbold aus ihm zu machen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Dafür dürfte Axi da sein. Mal kurz. So. Das ist ja seine Schwäche.
Und dann gucken wir mal, was uns hier noch so erwartet. In der nächsten Folge von The Witcher. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Gorgos. 8 Kühe hatte ich. 5 davon Milchkühe. Dann kam diese Gorgo vorbei und jetzt habe ich nur noch ein paar Kuhfladen, die in der Sonne trocknen. Jethro, Bauer aus Pindal. Alberner Aberglaube besagt, dass Gorgos wie Basilisken nur mit ihrem Blick allein töten können. Das ist natürlich Unfug. Der Blick einer Gorgo ist nicht gefährlicher als der einer wütenden Gans. Vor ihrem scharfen Schnabel und den tödlichen Peitschenhieben mit dem langen Schwanz sollte man sich allerdings vorsehen. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir ihn hier gleich noch mit. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster, das ihr Kreischling nennt. Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Gespräch in Krähenfels. Das Monster, das die Leute in Krähenfels terrorisierte, erwies sich als besonders renitente Gorgo. Geralt war nicht überrascht, dass die Männer des Barons sie nicht hatten aufhalten können. Hatten sie doch keine Chance gegen die chirurgische Präzision der Hiebe gehabt, denn deren Folge waren allzu oft arterielle Blutungen, welche allenfalls noch durch einen Schwalbetrank gestillt werden konnten. Auch hatten die Männer weder gewusst, dass man Gorgos per Armbrust, Bombe oder Zeichen niederzwingt, noch dass man ihren Hieben ausweicht, indem man sich unter einem ausgestreckten Flügel des Monsters rollt. Die Dörfler wollten sich soeben damit abfinden, im Schatten einer mordlustigen Bestie leben und den Himmel stets mit Furcht betrachten zu müssen. Da tauchte der Hexer auf und machte dem Kreischling den Garaus.